So, alles leer sonst? Kein Spawner bitte? Schön, endlich mal ein bisschen ruhiger hier. Höchste Zeit. Unverwundbarkeit. Hui! Wird bewacht. Oh, wo schießt du denn hin? Sterb endlich einfach mal, Mann. Grrr. Unverwundbarkeit, ja. Yeah. Die brauche ich auch bei Bohren. Kacke. Da komme ich nicht durch, scheiße. Ich muss da, glaube ich, durch. Also hier durch. Das wird witzig. Aha, macht mir gar nichts. So, wo gehe ich denn lang? Hier? Könnte ich, was ist auf der anderen Seite noch? Ach, da ist ein roter. Bewacht er irgendwas vielleicht? Mal gucken. Ne, der bewacht gar nichts. Oh gut, dann gehe ich hier weiter. Einfach mal gucken, wo es lang geht. Spawner! Ah, jetzt komme ich in die Räume und dann komme ich auch zum Gameschlüssel. Okay, das ergibt Sinn, das ist schön, das ist toll. Das ergibt alles Sinn, das ist immer schön, wenn es Sinn ergibt. Dann weiß man nämlich, wie es weitergeht. Naja, auch wenn man nicht weiter weiß, kann was Sinn ergeben, aber dann ist es blöd. Ja, einfach noch durchfliegen, ne? 124. 108 immerhin noch. Erstmal den. Muss ich den besiegen? Ich glaube, es ist besser so. Wo sind die ganzen... Wieso schießen die Bohrer nicht mehr? Wo sind sie denn? Sind sie abgehauen? Die wissen genau, dass ich unverwundbar bin. Schiss aus. Na gut, ihr werdet irgendwann trotzdem sterben. So. Dann kümmern wir uns um die riesigen Dinge. Hilfe. Wie er aufgeladen hat. Wie er nicht an mich rankommt. Vielleicht sollte ich mich erstmal um die großen Bedrohungen kümmern und das sind die Raketen schießenden Dinge. Die sind sehr viel gefährlicher. Obwohl sie viel kleiner sind. Hihi. Boah, 19 Energie. Ich mache noch ein bisschen Schaden hier und dann gehe ich zurück. Wie hänge ich denn hier rum? Vielleicht erstmal den grünen, der kommt sonst angedüst. Die Lilanen bleiben, glaube ich, immer ein bisschen weiter weg. Wie ich gesagt habe. Warum erwische ich ihn dann nicht? Der muss doch irgendwo da sein, danke. So, du noch. Wenn man bedenkt, so ein Reaktor gibt 5000. Das ist hier fast ein halber Reaktor, so ein Ding. Das war's schon. Hier. Ich weiß ja nicht, es gab bisher nur ein Energiecenter. Boah, wie ich jetzt rumfliegen muss. Ey, nee, ne? Ich muss ja dann durch die ganzen Kackräume wieder. Mindestens einer ist dann ganz böse. Aber mir bleibt wohl nichts anderes übrig. Das ist dumm. Sehr suboptimal. Nicht gerade mein Lieblingslevel. So das krasse Gegenteil zu Destiny 3 wahrscheinlich. Wo alles im Freien liegt. Boah, hab ich Angst. Übel. So, jetzt muss ich schon hier den Einser wieder überschreiben. Könnte das Level mit den meisten Speicherständen werden. Was macht denn da hier wieder für Geräusche? Ich muss doch nur bis zum Energiecenter kommen. Ich habe jetzt schon keine Energie mehr, cool. Hier links. Ja, bis hierhin hat es doch gepasst. Auch wenn ich ziemlich viel Shield verloren habe. Das könnte sich noch als nachteilig erweisen. Hier auch wieder noch was. Es wird interessant. Mal sehen, ob ich hier vielleicht mal ein Leben lassen muss. Wäre ja nicht so tragisch. Nur um dann meine Sachen wieder einzusammeln, muss ich auch wieder herkommen. Das könnte dann auch interessant werden. Diesmal nichts da. Warum nicht? Komisch.
Aber hier. Da. Da wartet er und lauert. Auf der Lauer, auf der Mauer schießen die Hulks. Muntisch, munter, buntisch, munter. Wo ist er hin? Kann mir das nicht egal sein. Er hat mich noch gar nicht erwischt. Ein Shield kann ich mitleben. Aber ich lade auf, auch wenn es nur 6 Dinger sind. Wir wissen ja, es ist echt rar hier. Und das ist schlecht, wenn man dann wieder zurück muss, um aufzuladen. Nicht bei diesen Verhältnissen. Da ist das nicht zu empfehlen. Jetzt ist da schon wieder einer. Wo kommt ihr denn alle her? Wo bin ich jetzt? Vielleicht kümmere ich mich erstmal jetzt um den, der da jetzt rauskam. Wo kam er denn? Hä, wo bin ich über? Hä? Hier sind die Gefangenen. Hätte man mir auch mal irgendwie gleich sagen können. Bin verwirrt. Ich gehe jetzt erst zu den Gefangenen, oder? Ich glaube, das mache ich. Hier war er doch. Ja, da ist er. Da ist er. Der Saftsack. Da kommt der durchgeschnellt. Traut er sich auch jetzt? Der ist ja mutig, selbst wenn ich da Dauerfeuer drauf halte. Er hat mich aber nicht erwischt. Mit der Plasma würde ich niemals durch Gitter schießen wollen. Ich bin doch ganz blöd. Sollen wir mal seine Waffe wechseln? So. Mal gucken, ob jetzt hier ein neuer da ist. Hallo. Irgendwie so ein ewiger Spawner, das wär's doch. Wenn es so ein Level hier mit ewigen Spawner gibt bei Destiny 2, dann gute Nacht. Wehe dem. So, jetzt erstmal die Gefangenen, ne? Weil hier jetzt alles frei ist, kann ich ja... Hier habe ich ja alles leer gemacht, stimmt, hier war ich schon unten drin. Deswegen kann ich jetzt in Ruhe zu den Gefangenen. Die arme Wand, der hat ja gar nichts getan. Aber sie sind ja auch kein Schaden, von daher. Wände und Türen sind eh das widerstandsfähigste, was es gibt hier. Warum lebt der Schwache noch? Weil ich ihn scheinbar nicht getroffen habe. Jetzt aber. Immer schön aufs Shield gucken, 41. Da war auf jeden Fall noch einer. Mindestens einer. Habt auch ein gutes Gedächtnis. Manchmal. Sag ich doch. Einen Schuss. Und noch einer. Und noch ein roter, stimmt. Bin ich hier sicher? Glaub schon. Ist das echt ein roter gewesen? Aber ich glaube, ich stehe nicht so gut. Ich dachte, ich stehe total gut. Mann, wieso? Kann ich denn von woanders besser treffen? Hier sieht er mich gar nicht erst. Dann gehe ich doch erst mit den Gefangenen rein. Aha. Dum-di-dum. Wenn jetzt bloß nichts passiert. Sind es die einzigen Gefangenen? Ja. Dann habe ich jetzt fast die Hälfte des Spiels, also des Levels, durch. Und das Spiel selbst fast komplett durch. Kommt der jetzt hervor? Es wäre ja gut, wenn ich ihn hier schon besiegen könnte, bevor ich da in den Raum selber komme. Ist immer gut, wenn man die schon vorsorglich töten kann. Ja, ist abgehauen. Nein! Über der Lava wärst du doch perfekt gewesen. Er ist nämlich nach hinten gegangen, weil ich auch nach hinten bin zu den Gefangenen. Jetzt könnte aber wieder... Ah, da ist er. Kommt er wieder? Ich würde ihn gern jetzt plätten. Oh, Mist.
Mist, Mist, Mist. Haben sie mich getroffen? Ich weiß gar nicht, ob ich ihn treffe. Dumme Rakete, verschwinde. So wird das nix. Lassen wir das erstmal. Wir werden ihn schon irgendwann sehen. Ich glaube, ich weiß, wo ich ihn sehe. Jetzt hier links, oder? Was war das? Hier gibt's Bohrer. Das ist nicht gut. Ah, ich hab ihn erwischt. Zumindest einen. Okay. So langsam komme ich voran, denn so langsam sterben sie alle. Aber ich hole mir natürlich nochmal. Ne, noch nicht, oder? Den Raum kann ich noch ein bisschen säubern. Möglicherweise. Ui, da sind viele. Jetzt kann ich ja schön mal heizen, denn ich habe im Energiecenter gefunden. Immer die schöne Zeit nach dem Energiecenter. Die halten aber so viel aus. Ich will ja gar nicht wissen, wie viele Raketen die aushalten. Da nehme ich lieber mal meinen normalen Laser. Treffe ich überhaupt? Weil die so dumm sind und so viel aufladen. Das ist seltsam. Die können doch nicht so viel aushalten, oder? Guckt euch das an. Irgendeiner muss sie ja mal treffen. Die laden aber auch mega schnell auf. Wie mache ich das denn besser? Vielleicht erstmal durchfliegen, dann kriegen sie mich nicht mehr. Die kommen mir nach. Ich speichere mal hier. Hier ist wieder der Anfang, ja. Yeah. Wie direkt unterm Anfang der gelbe Schüssel ist. Ist ja wie blanker Hohn. Immerhin haben die nicht so einen Explosionsradius wie Raketen. Hab nicht mehr viel Energie. Bitte einfach mal sterben. Es sind so viele und die sterben einfach nicht. Ich schieße auch schon wer weiß wie lange darauf. Ich kann auch keine Mega oder so hinschicken, nicht mehr so leicht. Endlich ist einer gestorben, mal wenigstens. Meine Güte. Der nächste bitte. Muss ich ja wieder Energie holen. Das mache ich am besten jetzt. Bietet sich gerade an. 41. Das könnte jetzt problematisch werden. Warum habe ich nicht auf dem neuen Speicherstand gespeichert? Wo ist ein Cloaking-Ding? Mein Ohr. Das ist laut. Da rechts geht's jetzt. Ne, wo geht's da hin? Da war ich noch nicht. Muss ich jetzt auch nicht wissen. Irgendwann mal. Muss ich jetzt nicht wissen. Geh am besten hier links rein. Dum-di-dum. Ist ja gar nicht so weit weg hier. Und jetzt auch kein Problem mehr, nachdem hier alles leer ist. Hatte mal über 100 Shield, das waren Zeiten. Ich hatte mal 200 Shield, das waren Zeiten. Ich will eigentlich erstmal die Lilan jetzt vernichten. Sonst stören die mich ja ganz schön, also muss ich ja sagen. Ob ich da überhaupt mal durchkomme, nochmal nach rechts in die blaue Tür, ist eine Frage. Die Frage ist ja auch, wie viel spawnt es denn noch, diese Viecher raus? Falls es überhaupt spawnt. Wie groß muss der Spawner sein, dass da so Viecher rauskommen? Das ist ja mega groß.
Danke! Die brauchen echt viel Energie im Gesicht. Wie viel denn noch? Mann! Dum-di-dum. Noch mal wieder einer. Oh, ich muss mich verstrecken. Ah, oh, mein Nacken. Gut, gut, gut. Weil der Descent-Tutorial, sag schon, der Descent-Run. Wie wollte ich es nennen? Auf jeden Fall, ich habe heute ganz viel Descent gespielt, gestern ganz viel Descent. Ich habe ja fast das halbe Spiel in 2 Tagen ja, gespielt. Und davor, das ist die erste Hälfte des Spiels, habe ich in fast 2 Jahren gespielt. Aber dann ist es endlich vorbei. Danke. Ich muss schon wieder tanken gleich, unglaublich. Oh, das war gekonnt.